Nicht ums Haus, Mann, ey. Alter, ey. Ah, gut, jetzt war das mal vorbereitet, oder? Ja, Mann. Die hat auch was zu fressen. Die hat zum immer gesagt. Heute kam die 1000. Folge Minecraft bei Kronk raus. Wow, ja. Aber die hat er schon vor ungefähr 2 Jahren aufgenommen. Hatte eine lange Sitzung. Jo, okay. Ah, oh, jo. In Bezug auf die jetzige Sitzung wahrscheinlich. Oder also wenn wir so weitermachen mit Aufnehmen, ja, ja, ist das bei uns ähnlich. Genau so bin ich nämlich auch gerade drauf gekommen. Alter, kommt, fickt euch, wenn ihr ein Rauschen hört, habt ihr Pech. Ich mache jetzt bei mir einen Ventilator an, Alter. Warte mal. Bei mir ist die ganze Zeit der Ventilator. Oh. Ja, man hört's so. Mal. Man hört's vielleicht doch ein bisschen lauter. Wenn ihr reden solltet, dann. Warte mal, ich mach mal. Ich brauch ein Schwert. Dann mach so, dir geht's. Eins. Bin ich doch gerade dabei. Schöne frische Luft. Oh, fuck it, Alter. Schöne Luft vor allem. Schöne recycelte Luft, die mit etwas erhöhter Geschwindigkeit auf mich zufliegt. Es ist kühl. Fertig. Ja, Danny, da hast du gar nicht unrecht. Ja? Die ganzen Luftpartikel treffen dich die ganze Zeit, ja? Direkt ins Gesicht. Voll ins Gesicht, ich ja? Ich wette, da, Danny ist genauso inner wie German Let's Play. Der hat auch eine Klimaanlage zu Hause stehen. Nein, nee. Lockt, so reich ist er jetzt auch nicht, ja? Immerhin hat mein Vater jetzt die Schule nicht geschafft. Warte. Verdient trotzdem 3000 im Monat. Ja. Hashtag, total relevant. So, jetzt haben wir 2-stöckiges Haus schon mal und jetzt kann das erstmal überwachsen. Wofür ist denn hier eigentlich die Wolle? Damit du nicht ins Wasser fällst. Creepy. Creepy. Sag mal, Marco. Ich hab Ahnung von Minecraft, okay? So, nochmal schnell noch das Inventar leer machen. Können wir jetzt weiter? Darf ich nochmal ganz kurz das Inventar leer machen? Nein. Ich bin heute nervig, wa? Heute? Dings Minecraft, heute? Boah, das hat wehgetan. Das hat so richtig wehgetan. Weißt du, was bloß das größte Problem ist? Ja. Wir haben keine Rüstung. Oh ja, Froschi, wieso schweben hier Kisten? Wieso? Weil ich noch nicht dazu gekommen bin, sie wegzuruppen. Da schweben Kisten, Froschi. Kannst mich mal. Einschalten. Froschi. Kisten. Habt ihr jetzt noch genug zu essen mit? Ich hab noch 37 verrottetes Fleisch. Was ist Essen? Kann man das essen? Komm, zeig mir mal deine schöne Hütte. Das geht doch! Das war ein bisschen einheitlich mit der Farbe, aber es geht doch! Was geht doch? Na, die Scheune, so wie die aussieht, eben halt. Bist du jetzt einverstanden damit? Mit der Größe ja. Okay, dann baue ich jetzt gleich noch die dritte Etage. Bitte was? Ah, jo. Zweite wollte ich natürlich sagen. Keine 3 Etagen. Okay. Ich denk mal bei 2 Etagen schon was. Naja, er möchte eben halt gerne oben ein Lagerhaus hinmachen. Wir. Das war deine Idee, nicht meine. Ja. Ah, oben drauf. Okay, gut. Ah, jo. Ja, wir sind, da kommt dann eben halt noch das Dach noch so hin, dass eben halt das Lager innen. Willst du ein Flachdach oder ein Schrägdach? Ein Schrägdach. Dann sind es 3 Etagen. Nein. Flachdach, so sind es 2 Etagen. Deine Witze nochmal. Weil man, oder besser gesagt, 1,5 Etagen. Ja, 2 Etagen und ein Dachboden. Nein! Oh. 1,5 Etagen. Sprich, du machst das jetzt noch ein Stückchen höher, dass wir da unten laufen können. Das ist ich nochmal so, was ist ich, 3 Blöcke höher. Und dann machen wir da einfach ein Schrägdach drauf. Ja, sodass das praktisch zur 2. Etage dazu gehört. Hm. Erhöhte Decke praktisch. Genau. Okay, das ist mir neu. Na, man muss doch nicht unbedingt noch einen Dachboden machen. Man kann doch einfach, das ist nicht die 2. Etage, oder besser gesagt Erdgeschoss und die 1. Etage mit dem Dach verkuppeln. Habt ihr was zu essen? Ihr beiden? Nein, doch, 40 totes Fleisch. 32 Rind. Ich geh jetzt erstmal kacken. Genommen. Ich muss erstmal kurz pissen. Okay. Hm. Was vom Mikro muten gehört? Mann, ey. Oh gut, er hat das an den Zöllen vorbeigebaut.
Ich dachte schon, der hat die Zäune weggeruppt und hat dann einfach bloß das Ding in die Macht, das hätten die ja rausgehen können. Pinke Schaf! Pinke Schaf! Ich hör mich doppelt! Ich hör mich doppelt. Hallo Floschi! Hallo Floschi! Floschi. Hi. Komm mal mit. Da bin ich nur bei hohen Tönen. Ist wie so eine Frau. Guck mal hier drin meine Vorräte an. Ah, schön für Redstone. Ah! Haufen Kohle, aber sonst nicht viel. Ich hatte mal 2 Stacks Eisen und ungefähr 21 Diamanten. Mir geht's genau umgekehrt. Kann ich Kohle kaufen? Du kannst von mir gerne Kohle kaufen, wenn du dafür ein bisschen Eisen vorbeibringst. Klar. 1:1. 1:1, Jesus, wahnsinnig. Nein. Auch für so ein Stack Eisen kannst du locker 3 Kohle mitnehmen. Ja, ich denk mal gerade, 1:3 klingt nach einem fairen Ding. Vor allem, weil ich dann nachher wieder meinen muss. Stack Eisen kann ich. Ich mach gerade das Bekloppteste, was man eigentlich bei so einer Scheißhitze machen kann. Ich esse. Nein, salzige Cracker. Trocken und salzig. Trocken und salzig. Ah, die schmecken. Da. Und schmecken muss. Da Eisen rein. Einmal, zweimal, dreimal. Und guck mal, du hast bei mir Geschäfte gemacht zu haben. Ich wollte meine Rüstung eigentlich bei den Texture Pack verändern. Die Rüstung. Dass ich eben halt so bestimmte grüne Striche noch mit drin mache bei der Eisen- und bei der Diamantrüstung. Aber dann habe ich gedacht, nee. So, mir schaust du sowieso aus wie ein Ritter. Ich habe keine Rüstung an. Ey, hast du nicht. Aber ich meine es nur. Wenn du eine Eisenrüstung hättest. Kommt gerade jemand bei der Tür rein, war kurz. Wenn Marco eh noch so lange braucht. Ist da so wolkenlos, ja, 7 Minuten. Passiert. Hallo. Ach komm, halt du Schnauze und verpiss dich gefälligst. Okay. Gollum. Hallo. Gollum! Marco, das Spiel verlassen. Marco? So, noch ein bisschen das Haus anpassen hier. Was, brätst du dir gerade Hähnchen oder was? Ich hab die Hähnchen da reingelegt, damit Marco auch was zu essen hat. Ich hab da auch was zu essen mit mehr als genug. Ich hab auch haufenweise zu essen dabei, aber ich meine nur, Marco verhungert uns sonst, wenn er nicht, dich nicht meldet. Irgendwas hast du gefunden gehabt? Was? Eine Wüste? Ja, weil du Kakteen vor deiner Haustür stehen hast. Ja, ich hab gesagt, da hätte es ein Canyon-Gebiet, Junge. Hey Leute, ich kann mich nicht neu anmelden. Neu starten, Minecraft. Ungültige Sitzung. Neu starten, Minecraft. Du jetzt gerade dein. Okay. Ja, ich hab mir gerade grünes Glas drin gehangen. Ich frag mich gerade, was hörst du hier nach. Wo hörst du hier Glas zerdeppern, ja? Gut aus, aber ich meine es so. Ich bin schon am überlegen, ob ich den Cobblestone ersetze durch Bricks oder durch die gemeißelten Steine. Oh. Wobei, welchen Cobblestone? Na, bei meinem Haus. Achso. Hä, wieso kann ich jetzt einen Server von dir nicht erreichen? Froschi? Nochmal aktualisieren. Ja, ich weiß, ich mach ja schon. Bin vor einem halben Jahrtausend passiert. Also, hallo Leute, bin wieder da. Hi. Rot und blau. Soll ich mal ficken lassen, dann kriegst du lila. Nee, danke. Wen wollt ihr ficken? What the fuck, Junge? Ich. Marke. Was machst du hier für ein hallo? Schloss? Nur so ein kleines. Was heißt hier klein? Das ist nur mein Thronraum da drinnen. Ja und? Trotzdem ist es klein. Schloss ist größer. Schloss in Minecraft, soll ich jetzt hier wie ein Hexit. 20 Hektar machen oder was? Wie ein Hexit. Hexit, das war ein Dorf, kein Schloss. Nein, da gab es doch Schlösser.
Richtig große Schlösser. Waren aber noch kleiner als das hier. Nee. Du auch irgendwo nicht runterspringen? Ey. Sagt er und Mockensprung aus deinem Dach. Der hat kein Knockback an, Alter, das kann ich wausen. Ich stehe an der Tür, du Vollidiot. Könnt ihr euch bitte mal vorbereiten auf die scheiß Mission? Ich bin fertig. Ich hab totes Marco? Fleisch. Gut, dann geht nochmal pennen und dann morgen treffen wir uns bei eurem Haus. Heißt, ich komme zu euch. Geh pennen! Gott, Olli, du bist ein Arschloch. Ich mach einen Weg. Mach das Kroppel! Macht der Server gerade irgendwelche Spacken? Bei mir leckt's gerade irgendwie ein bisschen. Hey! Warte mal, wenn ich eh in letzter Zeit ohne Shader spiele, warte mal, das starte ich mal schnell bei mir und mal schnell Minecraft neu. Jetzt hab doch mal ganz kurz ein schönes Schwarzbild hier. Danny, erzähl mal eine schöne Geschichte. Penis. Da habt ihr die schöne Geschichte von Danny gehört. Das war ein schöner Scheiß, jo. Nee, aber es stört wirklich nicht, wenn dann noch einer mit bloß im TS rumhängt und mitlabert, weil das hatte ich ja schon letztens am Anfang gemacht mit Alex. Dass ich bloß mit ihm geredet habe, während ich den Anfang gemacht habe. Oh. Und hat er nicht. Der stört nicht. Warte mal, hab ich jetzt. Er sagt, dass er selten was. Er stört auch nicht. Hab ich jetzt das drin, was ich haben wollte? I don't know. Ich werd's gleich sehen. Ah, hi. Gut, das Spiel betreten. Steuerung? Bitte, bitte, bitte. Seid ihr bereit? Teamarbeit. Ey Marco, ja, im unteren rechten Ofen sind 21 Chicken für dich. Oh, ich bin gerade hier oben, zack, ja, Chicken. Ja, ich seh's. Nimm dir doch einfach das Chicken aus unten rechts. Nein. Oh. Hä? Einfach. Du hast das Spiel verlassen. Ja. Sorry, ich will gerade was Bestimmtes anmachen, was vielleicht ein bisschen meine Performance hochtreibt. Schwarzbild für uns. Ganz ehrlich zu sein, Olli, mich stört diese Schale, die da vor deinem Haus schwimmt. Ja, welche Schale? Also wenn Chibi die nicht in 30 Parts fertig gebaut hat, dann mache ich das. Ja, es ist einfach nur so ein U-Boot, Oh, so eine verkackte Schale, die da schwimmt. Da fehlt der Mast, da fehlen Segel. Ja, die macht ja noch. Oh ja. Oh ja, aber so richtig schön von Hinge. Hast du noch der Teil, wo der Captain hinten drauf ist, diese Erhöhung? Du weißt, was ich meine. Ja. Ja. Na, sie hat ja erstmal angefangen, ne? Ah, ja, gut. Und ich glaube, Frosche, wir haben jetzt schon fast die Hälfte von den 30 Parts aufgenommen. Ne, so schon mehr. Ich meine jetzt nicht insgesamt 30, sondern ab jetzt, so bis 60, 70 ungefähr. So. Das bis dorthin nicht hat. Oh, das sieht doch viel besser aus mit Optifine. Können wir jetzt weiter? Machen wir Abenteuer? Wo gehen wir hin? Welche Richtung habt ihr noch nicht entdeckt? Das fetzt irgendwie mit Optifine, lol. Achso, hast du Connected Textures? Ja. Ah, oh, fresh. Immer nicht Torums Richtung ist vielleicht schlecht, gehen wir Richtung Schloss. Richtung Schloss da hinten einfach mal lang. So am einfach da hinten lang. Mhm. Warst du da schon mal? Nee, glaub, kannst du Koordinaten? Oder? Koordinaten erstmal aufnehmen, ja? Wir haben Koordinaten 128 und 256. Also 2 hoch 6 und 2 hoch 7. Passt. Okay. Ne, 2 hoch 7 und 2 und 8. 7 und 8 merken, ja? Auf geht's. Im Notfall gehen wir zu 0-0, das dürfte ganz in der Nähe sein. Ja, deswegen ja. Und die Sprintjumpen da so übelst, wir haben eh genug Essen drauf gekackt. Ich hab ungefähr ein Steak Essen mit, ja. Nein, nicht umlegen. Das muss noch ein bisschen, das ist noch nicht fertig. Das ist seine Farm. Ja. Ah, okay. Ja, geh oben drauf, dann kannst du sehen, wie sie aussieht. Oh! Was denn mit Wasserabarbeitungsanlage? Standard. Mal da mal weiter. Du drückst so mal. Sowas nicht. Weil das scheiße aussieht. Ja, das ist was für hinter den Bergstellen, so wie es hier ist. Ja, das kann man ja auch unter die Erde bauen. Wirklich. Magst du auch lieber mit Glasdach. Und ich wollte wenigstens das Gewächshaus wenigstens zur Zierde haben, ja? Okay.
Also bauen gesagt, wir unter dem Gewächshaus noch eine Etage und bauen dann sowas? Von mir aus. Erstmal Hähnchen grillen. Ich hätte gesagt, wir halten uns mehr so direkt in die Richtung. Wartet auf mich. In die Blockrichtung, die ich geradeaus. Also wissen wir ungefähr, welche Richtung wir zurückgehen müssen dann. Jetzt bin ich schade. Man kann nicht mal welche. Marco, renn an dem Ding vorbei, wie wenn es nichts wäre. Okay, links ist ein Birkenwald und Schweinchen. Die können wir später holen. Das ist eine gute Idee. Außer wir haben ein Schweinchen näher dran. Ich bin Erster! Ich bin Erster! Platsch. Ja, ich hab mich im Baum festgehangen. Ich könnte jetzt, eigentlich auch mit 60 FPS aufnehmen, weißt du das? Ja, könntest du dann. Wäre alles viel flüssiger. Wie haben wir denn? Also mir fällt das in letzter Zeit so voll auf, wenn irgendein Video in 60 FPS ist, weil einfach alles so scheiße flüssig ist, Alter. Ja, darum sag ich ja, dass bei mir wird es ja manchmal sogar ein bisschen schlecht, wenn ich das sogar angucke. Weil das so flüssig ist. Ich finde das so buttrige Gutung. Wir haben hier einen Birkenwald und da hinten kommen ein paar Bäume, Berge. Aber einfach weiter in die Richtung halten, das geht schon. Dann wissen wir wenigstens, wo wir hin zurück müssen. Ich fühl mich gerade wie beim Survival-Game irgendwie sowas. Ahnung, jetzt erstmal wegrennen vom Spawn. Kisten, wir brauchen Kisten. Erstmal was essen, ja? Oh Gott. Ich würde mal sagen, vorsichtig hier oben. Bin wieder runtergesprungen? Fast. Ah! Da links ist ein schön weites Wasser. Das ist schön. Schön. Wenn wir gerade erstmal umdrehen, schauen, kommen die anderen. Ah, ich hab hier du musst dir mal die 30 ersten Parts von German Let's Plays letzten Minecraft-Projekt angucken. Er stirbt ungefähr 50 Mal Scheiße. Und hat noch kein Haus. Halt, bleib mal kurz stehen. Marco! Marco bleibt ständig irgendwo hängen, Alter. Von Marco rennt rum, ich renn über die Bäume. Ich muss was essen. Hardcore. Oh, hier ist Lava. Wo seid ihr? Lieber da nicht reinspringen. Ich bin über den Bäumen. Da hinten ist Marco. Da ist Marco. Wenn du Lavasee siehst, dann wirst du. Ja, ich bin hier. Marco springt runter. Hey Marco. Hallo. Olli, wo guckst du hin? Olli? Ich hab grad Marco gesehen, jetzt ist er weg. Olli, schau ein bisschen in die Luft, ja, ich bin auf einer Baumkrone. Hinter dir. Jetzt bist du gerade wo runtergelaufen. Ach, da rechts. Hoch. Ja, genau, da bin ich. Mach da hier in auf Assassin, Alter. Ich geh die ganze Zeit über die Bäume, geht einfach viel schneller. Du Markus gehst gleich viel schneller. Alles ab. Hopp. Ach, Scheiße. Da fällt einfach irgendwo runter. Schön mit den Hähnchen die Blätter zerschlagen. Es gibt extra Aroma. Wieder ein Fichtenwald, Alter? Wollt ihr mich verarschen? Nee, ich mag so welche Welten. Ich hab mir extra den Seed so ausgesucht. Alter. Junge, das war ein Scherz. Das war ein zufälliger Seed. Aber der hat mir gefallen, also habe ich ihn gleich gelassen. Und was zu wie in Terraria. Und das Beste, ich drehe mich um und ihr beiden seid einfach da. Ab, da ist eine starke Klippe. Okay, springt einfach runter. Hm. Oh Gott, da ist diese Klippe, von der er gerade eben gesprochen hat. Scheiße. Ganz verrecken, ne? Brauche ich hier mit seiner Eisenrüstung. Wir hätten Betten mitnehmen sollen. Ja, irgendwie ja schon. Ich hab alles abgelegt, sogar die Wolle. Sorry. Ah, schon wieder eine Schlucht. Yeah! Wow! Hardcore, Parkour. Toll. Kalli ins Wasser. Halt, stopp, wir müssen auf Olli warten. Und ignoriert. Du wieder Birkenwald hinter dem. Alter, was geht denn da ab? Ja, hier läuft aber echt steil. Aber ein schöner See. Der boostet mich da weg, Alter. Yay! Au, voll, bin ich nicht mal ins Wasser gefallen. Jetzt aber. Ich gib's nicht mal Clay, Alter. Ach doch, da. Doch, sicher. Ich hab eben welchen gesehen, Alter. Erstmal abbauen. Später. Ich gehe weiter, ich will wissen, was in die Richtung liegt. Ihr wisst ja, wo ihr mich findet. Einfach gerade in die Richtung, ja. Ich wollte ja nur ein bisschen was mitnehmen. Oh, Zuckerrohr, davon haben wir noch nicht genug. Ja, total.
Das könnten die Leute bei Varo gebrauchen. Ja, Zuckerrohr. Ne, die brauchen Zuckerrohr für den Zaubertisch. Nehmen wir gleich mit, oder? Ja. Oh, das wäre geil, wenn wir einen Dschungel endlich mal finden würden. Melonen. Melonen? Ja, nee, Dschungel, wenn du nicht in einem spawnst, dann ist er übelst selten. Außer natürlich. Schon wieder ein Fichtenwald direkt nach dem Birkenwald, Alter, was geht hier ab? Wo bist denn du, Froschi? Ach, da bist du. Bei dem scheiß Fluss, du. Gerade haben wir vorbeigelaufen, Alter. Sunny. Was bei dir schlief. Mal aufhören, aufzuschlagen. Ich booste dich doch nie. Ja, aber ich krieg kaum Leben, also mir fehlen die Leben. Dann ist mir. Olli, das ist schon einmal schief gegangen, ja? Ich booste dich. Braucht jemand einen Hund? Nee. Danke, nein. Dass sie die Schweine nicht zerfleischen, das wundert mich. Aber das Schaf. Schau mal. Da war ein Hase. Ah, scheiße. Kennst du das Gefühl, wenn du dich blöd hinsetzt und auf einmal dann so die Hose den Sack einklemmt? Ja. Ja. Ah. Nennt sich Mann sein. Ja. Willkommen in der Männlichkeit, Olli. Wie schön, dass sich dein Sack auch endlich entwickelt hat. Sorry, ich hab halt bloß einen kleinen. Aber Alter, oh, das muss jetzt nicht so groß sein, ja. Ah, schau mal, endlich mal ein Berggebiet statt einfach nur Fichte.